Moin Leute, hier ist der Reuter und heute zeigt er euch, wie er bei dem Katalysator der Polaris-Lanze am coolsten den Fortschritt voranbringen könnt. Und zwar müssen wir perfekte 5 Kills landen und ein paar Feinde besiegen. Feinde besiegen ist nicht so das Problem, bei dem perfekte 5 Kills landen, das ist schon ein bisschen trickier und es könnte auch eine Weile dauern, aber ich zeige euch mal, wie man das am coolsten erledigen kann. Dazu gehen wir bei den Zielorten auf Nessus und dort insbesondere auf den Zielort Leviathan und besuchen den Leviathan Raid. Dann kommt er nämlich ganz genau an dieser Stelle raus und jetzt zeige ich euch mal, wo ihr langlaufen müsst, damit wir diesen Fortschritt bewältigen können. Los geht's! Okay, wir sind bei unserem Zielbereich angekommen. Jetzt sehen wir vor uns eine kleine Kabalmenge, die sich perfekt eignet, um unseren Killfortschritt zu erzielen. Ich stelle mich jetzt erstmal kurz hier hinten in die Ecke und dann werde ich euch mal erklären, was genau zu tun ist. Bevor ich euch das Prozedere erkläre, wie wir an die perfekte 50 Kills kommen, möchte ich zunächst noch ein kleines Event starten, damit wir auch immer schön frischen Kabal-Nachschub haben. Dazu werde ich einfach dieses kleine Symbol aktivieren, bis ihr so einen kleinen Gong hört. Das war unser Gong und jetzt haben wir hier auch jede Menge Kabal-Nachschub. Jetzt muss ich hier nur heil irgendwie an eine Safe-Stelle kommen. Das ist, glaube ich, ganz cool hier. So, okay, fangen wir an. Um perfekte 5. Kills zu machen, müssen wir die Polaris Lance mittels Headshots 4-mal aufladen. Das stellt sich folgendermaßen dar. Wir haben hier in unserem Visier 4 kleine Punkte und die beginnen zu leuchten, sobald wir einen Headshot erzielt haben. Und beim 4. Schuss wird diese große Fläche mit so einem Wolfskopf gelb leuchten oder orange leuchten, das zeige ich euch nochmal in der Zeitlupe. Und das bedeutet, dass wir einen 5. explosiven Schuss abgeben können. Die Besonderheit bei diesem 5. explosiven Schuss ist, dass ein kleiner Brennen-Damage-Over-Time-Effekt an den Feind übertragen wird. Und an diesem Verbrennungseffekt muss der Gegner sterben. Wir dürfen ihn quasi nicht mit unserem Schuss töten oder mit der Explosion töten, sondern er muss wirklich an diesem Verbrennungseffekt sterben. Okay? Gut. Das Ganze werde ich jetzt euch demonstrieren. Nochmal zur Überprüfung. Ich habe aktuell 16 von 50 perfekte 5 Kills. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir an den 17. kommen. Okay? Alles klar? Los geht's. Zunächst laden wir unseren großen Schuss, indem wir hier versuchen, Headshots zu erzielen. Ich bin unheimlich schlecht darin, das könnt ihr mit Sicherheit besser. So, jetzt ist das ganze Ding aktiv. Ich hole mir hier einen anderen Mob, schieße den an und er tickt ganz allein runter. Und ist quasi an dem Feuerdot gestorben. Wir überprüfen, ob wir jetzt 17 haben. Voila, 17 von 50. Und das ist quasi schon das ganze Geheimnis. Polaris Lance aufladen, einen Mob mit dem geladenen Schuss, mit dem Feuerschuss in den Bauch schießen, dann noch ein kurzer Treffer hinterher und der muss dann quasi am Feuereffekt sterben und nicht durch eine Kugel. Ich zeige euch das Ganze nochmal, also zur Erinnerung, ich habe 17 von 50 perfekte 5. Kills.
Jetzt werden wir die Polaris Lance wieder aufladen, indem ich hier versuche, Headshots zu landen. So, wir sind voll. Dann nehme ich dich, schieße noch einen hinterher und du wirst am Dodge sterben. Das ist er auch. Feiner Kerl. Also, überprüfen. 18. Und das war auch schon alles. Rinse and repeat und schon habt ihr den Katalysator maximal aufgelevelt. Viel Spaß. Au, 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 au.